auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Endstand zwischen SV Friedberg und dem SV Reutlingen 1:3. Dominik, gutes Spiel für euch. Wie hast du es erlebt? Für dich war es ziemlich erfolgreich mit einem Tor und zwei Vorlagen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten von Anfang an alles geben. Wir wollten noch ungeschlagen bleiben und das haben wir direkt am Anfang gezeigt. Ich glaube, in der 5. Minute gingen wir in Führung, haben dann kurz das Konzept verloren. Spielberg hat es gut gemacht, aber dann ja, nach dem Spiel sieht man, dass wir gewonnen haben und immer noch ungeschlagen sind. Also nehmen wir die 3 Punkte auf jeden Fall hier in Spielberg mit. Ja, du hast ein Tor gemacht und zwei Vorlagen. Wie ist dir das gelungen oder wie hast du es gemacht? Ja, meine erste Vorlage auf Gil Sanchez. Ich kam von außen durch, habe dann reingepasst in die Mitte. Und mein Tor, da vorhin die Jungs gesagt haben, dass mein kleiner Bruder in Aalen getroffen hat, haben die gesagt, Domme, du musst nachsetzen. Und ich habe ja den Ball dann von Gil bekommen, im Strafraum 2 freistehen lassen und dann habe ich ihn eingeschoben und dritte dann die Vorlage zum Gil wieder, da ich den Ball erkämpft habe, im Mittelfeld durchgestreckt und er hat ihn eiskalt verwandelt. Ja, ihr spielt eine recht erfolgreiche Runde, seid jetzt Spitzenreiter bis jetzt. Werd vielleicht noch besser dastehen, wenn der Vorfall in Backnang nicht gewesen wäre. Was steckt in dieser Mannschaft und was könnt ihr euch vornehmen? Ja, in der Mannschaft steht ganz viel. Hinten stehen wir sehr gut, vorne haben wir die Qualität, wo wir zocken können. Wir geben immer alles, wir schauen von Spiel zu Spiel. Hier wächst etwas zusammen mit der Mannschaft. Wir sind wie Brüder, wie eine Familie langsam. Jeder kämpft für jeden, jeder rennt für den anderen. Und so wollen wir es weitermachen für den Rest der Saison. Ging es schnell, dass du dich in der Mannschaft eingefunden hast, dass du ja, vertraut geworden bist, bisher erst im Sommer dazugekommen? Ja, das ging schnell, da ich fast die Hälfte der Mannschaft schon kannte, weil die auch aus dem Bezirk Stuttgart kommen und dann mit manchen von Reutlingen schon in der Jugend gespielt habe, da ich auch schon in der Jugend dort gespielt habe. Und deshalb ging das recht schnell, die Eingewöhnungsphase. Deshalb, ich fühle mich hier sehr wohl und das zahle ich dann mit meiner Leistung zurück. Ich habe den Eindruck, seit der Theo in Reutlingen den Trainerposten übernommen hat, läuft es etwas runder. Wie siehst du es? Was konnte er bewegen in Reutlingen? Ja, ich kenne ihn erst ja jetzt seit Juni, aber er zeigt uns die Richtung, den Matchplan vor. Wie gesagt, er zeigt uns, dass wir eine Familie sind. Jeder kämpft für jeden, jeder gibt für jeden alles. Und wir wissen, dass wir eine Qualität haben, dass wir immer Tore schießen können. Wenn wir hinten gut stehen, dann gewinnen wir auch die Spiele. Ein alter Kumpel hat immer gesagt, die Offensive gewinnt Spiele, die Verteidigung gewinnt Meisterschaften. Wir werden sehen, was am Ende für uns drin ist. Nächstes Spiel, daheim gegen Friedrichsthal. Könnte man natürlich ein Pflichtsieg erwarten. Was denkst du, was das für eine Aufgabe wird? Ja, ich denke, dass wir jetzt erstmal am Montag auf Friedrichsthal nachdenken. Jetzt feiern wir mit der Mannschaft noch diese 3 Punkte. Sonntag noch schön mit der Familie oder Freunde. Und am Montag zählt dann nur noch Friedrichsthal und wir versuchen wieder alles zu geben, damit die 3 Punkte dann in der Kreuzeiche bleiben. Dominik, danke für das Interview und viel Erfolg. Dankeschön, schönes Wochenende noch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.